Ja, herzlich willkommen im Videoblog der Münchner Rechtsanwaltskanzlei Knies und Albrecht. Mein Name ist Bernhard Knies und heute wollen wir Ihnen mal was erzählen, wie man sich vor dem Fake-Shop im Internet schützt und woran man ihn erkennen kann und was man tun kann. Fake-Shops sind inzwischen ein weit verbreitetes Phänomen, die sich im Internet in vielen Bereichen tummeln, zum Beispiel für hochwertige iPhones, für Markenkleidung und alles andere, vieles andere mehr, gibt es inzwischen unseriöse Anbieter, die eben im Fake-Shop einen zu günstigen Preisen meistens hochwertige Markenartikel anbieten. Wenn man dort dann einkauft, erlebt man aber oft ein unschönes Erlebnis, in dem nämlich diese Markenartikel zwar von einem bezahlt wurden, aber nachher niemals eintreffen. Insofern stellt sich die Frage, wie erkenne ich denn so einen Fake-Shop und wie kann ich mich davor schützen? Fake-Shops, kann man mal sagen, haben immer alle möglichen Kennzeichen. Zum einen ist es oft der Preis. Wenn etwas besonders günstig ist, dann gibt es natürlich ein altes Sprichwort, wer günstig kauft, kauft doppelt, nämlich einmal im Fake-Shop und dann nochmal anschließend irgendwo regulär. Also der Preis ist schon immer mal ein Zeichen oder ein Hinweis dafür, diese durchgestrichenen Preise, die erheblich reduziert sind, dass man erstmal Achtsamkeit an den Tag legen sollte. Was ein weiteres Argument für einen oder ein Kennzeichen eines Fake-Shops ist auch die Tatsache, dass viele dieser Fake-Shops kein richtiges Impressum haben, keine richtige Kontaktmöglichkeit haben. Also ich kann noch nicht mal mehr sehen, wo die überhaupt angesiedelt sind. Viele dieser Fake-Shops sind aber auch in fremden Ländern oder ausländisch angesiedelt, wie etwa in England, teilweise auch in Hongkong. Da tue ich mich natürlich ersichtlich schwer, anschließend meine Ansprüche geltend zu machen, wenn die Ware nicht gekommen ist. Oft hat so ein Fake-Shop auch ein schlechtes Design. Das kann man auch sehen, auf den ersten Blick sehr bunt und poppig, auf den zweiten aber doch schlecht gemacht. Auch das ein Warnzeichen. Man kann es auch noch sehen an den AGBs, denn oft finden sich ganz erstaunliche Wörter in den AGBs, die eben schlecht durch irgendein Maschinenprogramm übersetzt worden sind. Und dann stelle ich fest, wenn ich schon die AGBs nicht richtig lesen kann, und dann ist das auch mal nochmal so ein Hinweis dafür, dass sich hier einer ersichtlich keine Mühe in seinem Shop gegeben hat und es nur auf das Abzockmodell Kunde abgesehen hat. Auch gefälschte Shop-Siegel können hier nochmal eine Rolle spielen. Das ist keine Garantie dafür, dass der Shop tatsächlich auch echt ist. Gefakte Bewertungen, auch das gibt es noch, muss man auch sagen, auch die helfen einem nicht immer weiter. Was ganz wichtig ist, letzten Endes ist eigentlich immer wieder zu sehen, wenn man den Fake-Shop eingibt und nimmt den Namen des Shops, bei dem man gerade einzukaufen beabsichtigt, und macht eine Kontrolle, indem man diesen Shop googelt beispielsweise. Man gibt den Namen ein mit dem Stichwort Erfahrungswerte. Wenn ich das bei Google eingebe, komme ich meistens auf Seiten wie gutefrage.net oder beispielsweise die Verbraucherzentralen. Denn hier sind oft die Fake-Shops bereits gelistet und auffällig geworden. Verbraucher unterhalten sich darüber, ob sie die Ware bekommen haben, ja oder nein. Wenn ich hier dann sehe, es gibt schon negative Warnungen anderer geschädigter Verbraucher, ja, dann heißt es natürlich sofort, Finger weg von diesem Laden und vielleicht lieber irgendwo einkaufen, wo man weiß, dass die Ware kommt, indem man zum Beispiel Zahlungswege nutzt, wie die von PayPal, oder auch auf Seiten wie Amazon und eBay einkauft, wo tatsächlich die Bewertungen sich nicht faken lassen. Was macht man jetzt, wenn man auf so einen Fake-Shop reingefallen ist? Naja, oft ist dann guter Rat teuer, denn was man unternehmen kann, wenn man schnell genug ist, ist natürlich, dass man bei seinem Kreditkartenunternehmen anruft und versucht, die Zahlung noch einmal stornieren zu lassen. Das könnte ein effektiver Weg sein. Gelegentlich empfiehlt es sich auch, den Gang zur Polizei anzutreten. Allerdings, wenn der Anbieter im Ausland sitzt, wird man damit wenig Erfolg haben. Auch der Anwalt kann einem im Zweifelsfall wenig helfen, denn die anwaltliche Dienstleistung wird im Zweifel nicht dazu führen, dass man das Geld wieder zurückbekommt, sondern es kostet nochmal eher Geld dazu. Was ich aber auch immer empfehlen würde, ist, andere User zu warnen. Das heißt, sollte man tatsächlich auf einen Fake-Shop reingefallen sein, dann kann man im Interesse der Netz-Community mal auf einer anderen Seite, wie zum Beispiel gutefrage.net, einen Kommentar hinterlassen und auch mitteilen, dass man vielleicht hier auch Geschädigter eines sogenannten Fake-Shops geworden ist. Ja,
Insofern, das wären hier unsere Tipps zum Fake-Shop. Wir haben dazu auch einen Artikel auf unserer Webseite veröffentlicht, da können Sie noch ein bisschen mehr dazu nachlesen und vielleicht auch die Frage, wo man dann tatsächlich dann so einen Eintrag verfassen kann, wenn man tatsächlich auf so einen Fake-Shop reingefahren ist.